Oh Gott, ich bin schon so aufgeregt schon wieder. Weil diese Welt von Blood and Wine, die ist einfach so unglaublich toll. Ach Gott, ich lieb's. Ich liebe es einfach. Ah ja, stimmt, wir sind ja hier in dem Keller stehen geblieben. Wir sollten mit Rege sprechen. Ich möchte aber die Hauptquest gerade noch nicht weiter verfolgen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, das nehmt ihr mir jetzt nicht allzu krumm, denn ich würde gerne vorher ein paar Sidequests mit euch machen. Einfach, weil es so schön ist. So. Nebenquest. Hallo Fotos, schön, dass du reinschaust. Bist du fertig mit dem Hasen? Also, für heute fertig mit dem Hasenkäfig. So, ach du grüne Nonne. Okay, ich würde sagen, wir gehen so nach Leveln für heute. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen hier so ein bisschen nach den Leveln. Ja, kannst du ja jetzt deine Füße hochlegen. Wo müssen wir dafür hin? Ah, einmal komplett auf die andere Seite. Da reiten wir natürlich so hin. Wir vermeiden jetzt tunlichst Schnellreisen. Mir die Welt einfach so gut gefällt. Gott, wie kann man so ein geiles DLC machen? Das ist so Urlaub. Ich habe die Hoffnung, dass ich mich heute nicht zu sehr in dieser Welt verliere. Wäre nicht ratsam. Oh Gott. Ey, das sieht aus wie gemalt, oder? Ich habe so teilweise das Gefühl, dass es eher. Ich war im Vielfalt ist schon beinahe übertrieben. Aber auch nur beinahe. Nur beinahe, Frisches. Also ich. Oh Gott, ich find's geil. Ich sag mir so ein so Urlaubsort. Und das Geilste an dieser Gegend, es gibt hier Wein. Es gibt nichts Besseres als Wein. Wein in Hülle und Fülle. Das Schlimmste ist, die Spielerin hat nichts davon. Die Spielerin kommt nicht an den Wein, den es hier gibt. Dafür möchte ich doch den Wein. Ich mag doch den Wein. Wie gesagt, mich erinnert das sehr stark an Österreich, an diesen ganzen. Ach ja, sag mal schnell. Renaissance-Städte. Mach langsam. Mit den ganzen bunten Häuserchen. Ich nehme an, wenn ich hier unten lang reite, komme ich nirgendwo hin, oder? Na doch. Ach Gott, so schön hier. Stinkig. Langsam. Naja, wenn du stinkst, dann solltest du dich waschen. Ich kenne die Dame. Ich vermute auf jeden Fall, dass sie hier sehr, sehr gerne bunt tragen. Zumindest die ein oder anderen. Das nenne ich eine Farben- und Blumenpracht. Ich will da wohnen. Jetzt. Sofort. Die muss aber für mich selber. Achso, warte mal, einmal. So. Und dann einmal für mich lauter. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Ich hatte sie nämlich neulich. Ich habe nämlich wieder mit Assassin's Creed Origins angefangen. Da musste ich ein bisschen leiser machen. Hierfür muss ich jetzt ein bisschen. Oh.
lauter machen. Mama Laura. Ah, schön. Ja, die Alerts kann ich leider aus irgendeinem Grund zurzeit nicht lauter machen. Zumindest bei mir selber sind sie schon laut. Gott, freue ich mich, wenn ich irgendwann mal ein Mischpult habe. Dann hat das Ganze wenigstens so ein Ende. Mit diesem ewigen, wo muss ich leiser und lauter machen, damit alles lauter ist. Hochenbach. Ich liebe Bäche. Okay. Und ich liebe Brücken. Oh Gott, ich liebe Ich frag mich nur, wann wir mal am Ziel sind. Vor allem das Geile, die Pferde haben ja so richtig geile Rüstung. Gut, die eine da war jetzt nicht so prickelnd, aber es gibt hier auch schöne Rüstung. Eine goldene auf jeden Fall. Ich möchte irgendwann, wenn es was gibt, was geht, auch haben. Turniergeländer. Okay. Jetzt so. Hier mal reinlassen. Das hätten wir auch auf seiner Seite bleiben können. Tachchen. Ich habe ein Anliegen von höchster Dringlichkeit. Ich muss dich sprechen. Frutus, vielen lieben Dank für 100 Bits. Du bist verrückt. Du verrückter Hund, du. Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich wollte doch nur testen. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle, Frutus. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Man, sei froh, dass es keine 100 Euro waren. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Ich glaube, sonst wärst du, Gelfrey, sehr pleite. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl. Eingebildet und abweisend, obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat? Hexe, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht leugnen. Ich fürchte, sie ist das Opfer böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte. Lass mich raten, wir. Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann? Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht Danke nochmal für 100 Bits. Du bist doch wahnsinnig, Frisches. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern. Und zu erfahren, was geschehen Wir machen nur die Rips ein bisschen ich Angst. Sie können in Schwierigkeiten stecken. Ich hoffe, das waren jetzt nicht die Bits des Todes, ja? Das habe ich ein bisschen Angst. Bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber Todesbits. Sie schlüpfte mir jedes Mal. Als würde sie sich in Luft auflösen. Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein.
Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Es war nicht jede Himmelfahrt. Das stimmt. Worüber? Das stimmt. Darüber, wie verschlossen Vivienne ist und dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht. Dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Warum hat der Kerl eigentlich geilere Locken kann als ich? Nichts Ungewöhnliches finden. Gut, ich habe heute keine, aber sonst. Was du da gehört hast, vielleicht war sie einfach heiser. Würde ich es für möglich halten, dass dieses Geräusch natürlichen Ursprungs war, hätte ich niemals deine kostbare Zeit verschwendet. Ich brauch solche Locken. Oh, frisches. Ja, musst du mal die Lückchen rasieren. Oh. Sehr widerlich. Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer oder ist einmal sie? So zusammenflechten. Sie ist die Hofdame Anna Henrietas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht. Denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Noch da nicht. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier. War doch klar. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Doch, okay. Nehmen sowieso keine Wahl. Der Vogel ist schön. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Das sah dazu nach Arbeit aus. Ich will meine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln. In Arbeit. Aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Ja, rennen kann ich nicht. Du hast die Wahl. In Rennen bin ich scheiße. Ach komm, machen wir gleich die Schießübung. Schießen wir. Darauf habe ich am meisten Lust. Eigentlich nicht, aber... Komm mit. Das passt schon. Beim Schießwettbewerb misst du dich mit anderen in Sachen Zeit und Präzision. Wer zuerst alle Ziele trifft, hat gewonnen. Hoffentlich ist meine Hand so ruhig wie die von dem Liebesengel, der dein Herz getroffen hat. Na, einmal haben wir es ja schon geschafft. Bei den Zirkusleuten im letzten DLC. Die roten Ziele. Das passt ja gerade. Wer von euch ist jetzt schon ein Meisterschütze? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Götter wachsen nicht schnell. Wir müssen unbedingt die Simpsons weitergucken, damit wir mit GOT wieder von vorne anfangen können. Unbedingt. Du bist fett geworden. Ja, gerne, wir schießen. Das reicht doch, oder? Genug geschossen. Und es kommt halt vor der Kamera wissen? Nicht ganz so gut mit diesem Blick. Sei mal runter. Aber ja. Auf dem geh den Brusthahnstiener suchen. Den Brusthahnstiener. Du quälst den Arm, Junge. Ist bekannt. Ja, Reitübung, Kampfübung. Machen wir jetzt die Kampfübung. Warum nicht klingen wirbeln, tänzeln und schwitzen? Also schön.
Wir üben Einzelkampf. Also Frischschutz, ich habe mir mal deine Tasse geklaut, ne? Jeder Ritter wählt seine Kampfmethode. Die Grindelwald-Tasse. Einfach kämpft zum Beispiel immer mit der Hellebarde. Königsmörder antreten. Du kämpfst zusammen mit anderen Rittern. Lauf. Der Kampf ist echt ein Scharmützel nachempfunden. Die Nifflertasse, so, genau. Auf dem Podium die Nifflertasse. Bestimmt. Wie gerne hätte ich gegen die Besten gekämpft. Jetzt denke ich nur noch an Vivienne. Vermutlich ist es... Ja, der Niffler ist süß. Ich glaube, ich könnte mich einfach nicht... Bin ja eigentlich nicht so der Fan von diesen Nifflern, aber... Auf der Tasse ist der echt goldig. Den musste ich damals auch unbedingt kaufen, als ich dir den schenken wollte. Weiß auch nicht, ich hab den Insekten gesagt so... Jo. Du, Nimia. Delvin. Ein ständiges Verfeinern der Künste. Geil. Oh, hallo, Prinz Horn. Oh, ich springe auch noch voll in die Klinge rein, ey. Nicht gut. Nee, der ist krass, aber ich sehe das nicht. Stimmt. Ja, Mensch. Was ist denn da los? Ach, komm schon, ey. Alter, das war gekonnt. So ein ich schöner Hieb von hinten. Ich hätte dass du gut bist. Aber nun staune ich doch. Scheiße. Das klang etwas... ja. Ich glaube, das reicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber noch der schlichteste Hexerauftrag erfordert ja. mehr Können als diese Art. Er kann ich am besten. Und wohin jetzt? Möchtest du meine Meinung wissen? Wenn ich du wäre, würde ich vor allem auf dem Rennparcours üben. Ja, lass uns reiten. Reiten wir ein wenig. Das wird Plötze gefallen. Gute Idee. Oh, Scheiße. Wenn du ein bisschen schneller gehen würdest, dann würden wir noch vor der Nacht einkommen. Geile Plötze. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Hallo, hallo. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Wenn wir jetzt essen? Oh Gott. Ja, halbe bis eine Stunde ungefähr. Je nachdem, wie lange das alles dauert und wann du essen möchtest. Ich richte mich da ganz nach dir. Der ist ja eh wieder über die Nacht verteilt. Von daher. Aber du kannst mir dann auf das Baguette kannst du mir noch ein Salatblatt oder sowas draufpacken. Damit der Salat mal wegkommt. Und vielleicht die Jantus was von abgeben. Damit er auch mal wieder was lecker Frisches kriegt. Also nicht dich selber, ne? Du sollst keine frischen Sachen von dir reinpacken, bereit. Sondern nun hör zu. Den Salat. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das wird nichts. Einfach klingen, aber glaub mir, ich das habe wird bei diesem nichts. Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Ziele. Berittener Kampf. Wow. Oh. Heya. Ich kann damit. Okay. Warte. Okay. Nein! Ja, das wird noch nichts. Abenteuer auf dem Reiterhof mit Geralt. Ach komm! Aber die Musik ist geil in dem Spiel. Also in dem DLC. Also das mit dem...
zielen, das kriege ich noch hin. Das dann mit dem Reiten und dann... Nein, nein! Versuchst du es nochmal? Ich kann weitere Attrappen aufstellen. Nein, bloß nicht! Aber ich versuch's trotzdem nochmal. Es kann nicht schaden, noch einen Durchgang dran zu hängen. Übung macht den Meister. Ja, in dem Fall wirklich. In dem Fall wirklich. Nein! Okay. Yo, den habe ich nicht mehr bekommen. Hallo, ja toll. Bin ich schlecht, ey. Das lief ja eher semi-gut. Ja gut, ich glaube, da können wir üben, was wir wollen. So, reicht es dir? Oder willst du noch mal reiten? Mir reicht's. Es reicht. Wir packen, wir ich verkacken mein sowieso. Pferd nicht schon vor dem Turnier auslaufen. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen. Also zum Anmeldezelt. Schrecklich barbarisch sein. Ja, nö, ja, ja, doch, im Vergleich zu euch ist er das. Ich kann nicht singen, ich weiß es. Aber ich mache es trotzdem. La, di, da, di, da. Warte mal. Achso, ich dachte, da hinkt einer einfach so runter. Okay. Hallo. Nein. Hallo, Herr Schreiber. Hallo. Ich möchte mich anmelden. Unbedingt. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderungen habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Eigentlich nicht, nein. Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Guillaume hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe drei.
Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Und dann gibt es die große also nur in der Arena. Können, nicht müssen. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Praktisch. Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Nein, aber... Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Ui. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Die allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Ja, wir, die allergnädigste Herrin. Wir kennen sie. Was die. Hast du da von Eiden gesagt? Gerne in Unterwäsche rum. Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Ich schwöre beim Reiher, ich schwöre bei meiner Liebsten, ich schwöre beim Straps der Herzogin. Ich schwöre lieber gar nicht. Ich schwöre feierlich bei Triss Merigold, der Heldin meines Herzens, dass ich die Rittertugenden im Wettkampf achten werde. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Tschüss. Gott sei Dank, er hat die Rüstung und nicht die andere. Wir wissen gerade nicht mehr, wer welche Rüstung dann da kriegt. Geh zum Schießstand. Ja, dann machen wir das doch mal. Ah, wir sind falsch. Wir sind hier lang. Eieiei. Lasst die Spiele beginnen. Geralt, also sowas. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Eigentlich nicht, nein. Nicht direkt. Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn auch gesehen. Ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll. Als könnte ihn das stehlen. Hat er da gerade gerüpft? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwind. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Nee. Danke.
Ein andermal vielleicht. Hm, du gönnst mir zwar kein Spielchen, aber gleich werden immerhin meine Augen erfreut. Herrin Vivienne müsste jeden Moment erscheinen. Guten Morgen. Oh. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Das kann lustig werden. Seht nur, Horn Akerspark von den Mechtinern. Hui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Dann gehen wir bitte von Game of Thrones hier was Feines. Die Ziele in Blau. Project. Ja, das wäre mega. Und auch sehr das genau. Das wäre mega. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva. Den kannte ich noch nicht. Aber schön, dass du reinschaust, Nox. Nehme er getrost jene Ziele. Ich hoffe, es geht dir gut. Und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Und hallo Daddel. Der gleich mal wieder eine sportliche Aktivität einsetzen möchte. Mache ich sofort. Und sobald wir die erste Übung hier durchhaben. Jetzt geht's gerade erstmal darum, kurz das Turnier zu absolvieren. Geralt erfährt einen bitteren Spagat. Man kann's nicht erraten, das Endresultat. Geralt liegt vorne. Die anderen. Hab gestern selber damit angefangen. Bin nur etwas überfordert. Das glaube ich. Das glaube ich. War ich auch am Anfang. War ich auch. Geralt von Hat ewig gedauert, bis ich reinkam. Während hingegen sein Gegner verliert. Streamer, your wallets are plenty. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Wie gesagt, Daniel, ich mach das gleich. Danke, Herrin. Wer geht denn in den falschen Streamer weit und breit? Eine sehr gute Frage, weiß ich nicht. So, warte. Das ist gerade der perfekte Zeitpunkt. Dann kann ich einmal ganz kurz meine Kniebeugen machen. Geht ja schon wieder gut los hier. Oh Gott. Weißt du, als hätte ich heute schon genug Sport gemacht. Ah, schön. Ich liebe Kniebeugen mittlerweile. Gib alles. So. Mittlerweile kann ich es richtig gut, ne? Mittlerweile bin ich fit. Oh. Juhu, ich darf direkt dann noch was trinken. Gott, ihr seid so gut zu mir heute. Ah, das ist schön. Danke. Oh Mann. So, weiter geht's hier. Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Ist aber eigentlich Wassermarsch und nicht Bier vom Fassmarsch. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Weil wir kein Bier mehr haben. Doch, ich glaube eine Flasche aber noch. Ich hätte ja auch jemanden wie dich zu verlieren vom Fassmarsch machen können. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke. Ich hab Mitleid mit dir. Oh, noch. Noch gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Ja, gehen wir. Spielst du am PC oder ja? Ich spiele am PC. Ich habe es zwar auch für die Konsole, also für PS4. Das ist ihr Zelt. Aber geh rein und sieh dich drinnen um.
Ich rufe PC wie eine mir lieber, Eule, wenn jemand kann nur doch einen Controller verwenden. Ja. Aber ich habe halt Teil 1 und 2 habe ich jetzt schon mit Maus und Tastatur gespielt. Und dann noch auf Controller umsteigen. Aber man kann es machen. Das steht außer Frage. Bin mal kurz in den Lurch. Ja! Sei ein Lurch! Sei ein Trapfrau-Lurch! Ja, also wie gesagt, man kann Controller verwenden. Das geht auf jeden Fall. Für Teil 1 und 2 nicht, aber für Teil 3. Zum Glück. Das war nämlich damals das erste, was ich... Weil damals konnte ich tatsächlich nicht mit Maus und Tastatur spielen. Das ist auch auf PS4 für über ein Kumpel. Ah, okay. Ja, ich hab's damals... Gott. Ich glaube, Witcher gab's irgendwann einmal als PSN-Spiel. Da hatte ich's dann nämlich bekommen. Tirolfeder. Und... Ja. Vogel? Dann hatte ich's mir aber in einem... Hier ist keine weitere Stelle nochmal... für den PC geholt. Mäzenersalz. Damit macht man Kompressen. Ja, das mit allen DCs. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir sind ja irgendwo leider schon beim DLC angekommen. Aber ich werde es irgendwann nochmal durchspielen, weil es, also jeder Witcher-Teil hat ja verschiedene Enden. Und ja, ich möchte sie alle erleben. 26 Euro, das geht. Das geht. Ich weiß gar nicht, wie teuer ist es ohne. Müssten doch, glaube ich, auch noch 40 bis 50 Euro kosten. Wenn man es nicht runtergesetzt bekommt. Sunshine, ich habe dir ein paar Gedanken gesendet, das ist alles mal so perfekt ein. Ich wollte dem einen oder anderen mit frischesten Mods und VIPs unterhalten. Eingrenzen und umsetzen kannst. Okay. Sehr gut. Werde ich auf jeden Fall mal machen, zumindest auf jeden Fall mit Kaya. Das ist ja derjenige, der hauptsächlich noch mit betroffen ist. Dann kann man nicht meckern. Nee, das stimmt. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Das könnte sein. Mögen Vögel. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Da kommt jemand. Rasch! Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Ja, so in der Art. Wir sagen einfach mal Inspiration, ne? Ich glaube, das kommt gerade nicht so gut. Was habt ihr da drin getrieben? Turniersachen. Ah, ja, ja, warte mal. Wo müssen wir hin? Das geht doch jetzt in die Hose, ey. Hier sind die Edelsten, nah und auch fern. Ich bin ja jetzt gemacht, naja, es gibt Orte, da kann man dafür mal prügeln. Zu suchen und finden. Hättest du die andere Rüstung gesehen, die es noch gab? Die da ist schon in Ordnung. Die da ist echt schon in Ordnung. Palmerin, der Baron von Lawfall. Linos von Metina. Also ich kann mich nicht beklagen. Reinfahren von Natre. Ah. Donimir, Troja, Mensch. Wo haben sie denn das hölzerne Feld festgelassen? Im Dienste der Herzogen. Mir ist ja nicht wahnsinnig, dass ich mal ein bisschen Augenblick für das ist. Nicht, dafür bist du aber ganz schön oft da. Prinz von Lyrien und Rivien. Wie ist das denn? Irgendeine Angebetete von einem der Ritter.
Die ist, glaube ich, irgendwie verzaubert. Und Daddle is in love. Aber ich kann nicht sagen, dass du nicht hübsch bist. Also. Vor allem die Haare finde ich halt mega. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Yep. Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ach komm, heul leise. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite, Linz. Wie geil. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier. Vivienne, Schönheit betörender Zier. Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Tapferkeit und was Ruhe hat er überhaupt nicht? Ruhe da. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier. Das habe ich jetzt mal überlesen. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf. Wir treten ja nur für einen anderen Ritter ein. Von edler Geburt. Bald schon verfallen die Rappen im Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. So, geht's jetzt weiter los? Seht, wie die Stute von Geralt dahin fliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Ja, aber da darf halt jeder mitmachen, der möchte. Komm schon, Sätze. Für den Hallo! Ach, Kacke. Einmal daneben. Ne, vielleicht schaffen wir es ja in der Zeit ohne. Okay. Naja, es wurde wenigstens extra Zeit hinzugefügt. Von 9. Daneben. Der kleine Hexe rennt und rennt. Erstmal vor der Rennstrecke abgedriftet. Jo. Nein, nein! Oh, okay. Scheiße, ich reite hier, glaube ich, gerade falsch, oder? Nee. Ja? Nein? Vielleicht? Ich kann mich doch immer nur auf eins konzentrieren. Reiten, kämpfen oder schießen. Das Ding verlieren wir. Ach komm, Geralt. Geh nach Hause. Mensch. Irgendwie ja doch geschafft. Ich glaube, das war ja so ein Zufall. Du hast bestimmt... Nein, habe ich gar nicht. Ich konnte nicht dafür, dass es da eine Gabelung gab.
die feinsten Beine. Wer noch lebendig, ich glaube, wäre es falsch gewesen. Ne? Gratulation. Hier, nimm deinen Preis. Einen Sattel mit deinem Wappen. Ich kann mich nicht beklagen. Außerdem haben wir ein Wappen. Wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt geschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war. Keine Ahnung. Wie kindisch. Gratulation zum Sieg. Und was für ein Sieg das war. Jaha, ich habe gewonnen. Also ein Übung brauche ich noch, aber wir haben gewonnen. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen trinken, auf dich. Ja. Klingt gut. Geh du voraus.